Wenn ich mein Ohr ganz leicht auf die Herdplatte drücke, kann ich riechen, wie dumm ich bin. Hallo und herzlich willkommen zu den Fakten am Sonntag. Ich erzähle euch jetzt erstmal wieder, was beim letzten Mal falsch war. Die Vertiefungen in Golfbällen heißen Dimples. Fakten! Weibliche Wikinger waren die ersten Frauen, die BHs trugen. Täglich sterben mehr Menschen an verschreibungspflichtigen Medikamenten als an Heroin. Man sollte niemanden einen vernünftigen Arzt aufsuchen. Eine Fliege kann man wiederbeleben, nachdem sie ins Wasser gestürzt ist, indem man sie mit Kochsalz bestreut. Die erste Ampel in Deutschland wurde 1922 in Hamburg aufgestellt. Während des Baus der Eisenbahn in Ägypten im 19. Jahrhundert wurden so viele Mumien ausgegraben, dass man damit die Lokomotive befeuerte. Das ist schon recht übel, finde ich. Aber irgendwie auch lustig. Das Snookerturnier Pot Black wurde von BBC ins Leben gerufen, um die Vorteile des Farbfernsehens zu demonstrieren. Für einen 5 Meter langen Gang braucht ein Maulwurf, ich wollte Mumie sagen. Für einen 5 Meter langen Gang braucht eine Mumie etwa eine Stunde. Nein, mal Spaß beiseite. Für einen 5 Meter langen Gang braucht ein Maulwurf etwa eine Stunde. Grüne Meerkatzen sind eine südafrikanische Affenplage, die Alkohol in Form von Longdrinks konsumiert und dies sogar einer echten Frucht vorzieht. Ich würde sagen, die haben ein leichtes Alkoholproblem da hinten. Turritopsis nutricula. Eine Quallenart ist durch ihren außergewöhnlichen Lebenszyklus rein theoretisch unsterblich. Haus- und Wanderratten können nicht nur das fressen, was Menschen alles essen. Nein, sie können auch noch bestimmte Stoffe wie Pelze, Seife, Papier und Meerwachs. Pelze, Seife, Papier und Bienenwachs fressen. Die Ingress-Beta-Version endete im Oktober 2013. Die meisten Menschen, die vor etwas fliehen, bieten bei der ersten Gelegenheit meistens nach rechts ab. Amerika bewegt sich aufgrund des Kontinentaldrift um 0,8 mm pro Woche von Europa weg. Genauso schnell wächst der durchschnittliche Fingernagel, nebenbei gesagt. Ein Organspender rettet durchschnittlich 3 Leben, weil ihnen mehrere Organe entnommen werden. In Kiepersfelden gibt es die Ortsteile Oberkiefer und Unterkiefer. So, meine lieben Freunde, wir sind wieder am Ende angekommen. Wenn ihr eine Idee habt, welche Fakt falsch ist, schreibt es doch bitte einfach in den Kommentaren. Ansonsten einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht, einen Daumen runter. Und wenn ihr immer auf den Laufenden sein wollt, dann gebt auch einfach ein Abo. Danke und man sieht sich nächste Woche. Tschüss.